unterstützen Rapid bei dieser schwierigen Aufgabe gegen Dynamo Dresden. Das ist eine leichte Enttäuschung vor diesem Match, das Hanapi-Stadion nicht ausverkauft. Hier sehen Sie die beiden Mannschaftskapitäne zurück, wie schwierig diese Aufgabe für Rapid ist. Rapid spielt mit Feurer im Tor, mit Nummer 2 Leiner, mit Nummer 3 Gager, mit Nummer 4 Brauneder, mit Nummer 5 Weber, mit Nummer 6 Wilfurt, mit Nummer 7 Kreintscher, mit Nummer 8 Panenka, mit Nummer 9 Kranke, mit Nummer 10 Brucic und mit Nummer 11 Backhult. Also bis auf Panenka, der Gröss ersetzt, die gleiche Aufstellung wie in Dresden. Und Dresden hat genau die gleiche Formation wie beim ersten Spiel, nämlich 1 Jakubowski, Nummer 2 Trautmann, Nummer 3 Dörner, Nummer 4 Schuster, Nummer 5 Döschner, Nummer 6 Häfner, Nummer 7 Stübner, Nummer 8 Pilz, Nummer 9 Kirsten, Nummer 10 Minge und Nummer 11 Gütschow. Der Schiedsrichter, der diese Begegnung soeben anpfeift, kommt aus Frankreich und heißt Alain Delmer. Bisher 48 Heimspiele. Das ist heute das 49. Heimspiel von Rapid im Europapokal. Für alle, die vielleicht nicht ganz genau informiert sind, was braucht Rapid? Rapid muss ein 0:3 aufholen. Bei einem 3:0 gäbe es hier eine Verlängerung und sollte in der Verlängerung kein weiterer Treffer fallen, dann käme es zu einem Elfmeterschießen. Also das Minimum ist ein 3:0 Erfolg. Dann steigt Rapid in die nächste Runde, also in das Semifinale des Europapokals der Cupsieger auf. Das ist Kranke und Tor, aber der Schiedsrichter hat vorher, glaube ich, abgepfiffen und entscheidet auf Elfmeter. Das ist ein Beginn, wie ihn Rapid nur erträumen konnte. Nach genau 2 Minuten und 50 Sekunden Elfmeter. Und für diesen Elfmeter hat Rapid Antonin Panenka. Ja, lieber wäre es mir gewesen, nach dieser Zeitlupe hätte der Schiedsrichter dieses Tor von Kranke gegeben, denn über diesen Elfmeter, über den lässt sich mehr als streiten. Sie haben es wahrscheinlich auch ganz deutlich gesehen, wie da Peter Backhult geflogen ist. Immerhin Elfmeter. Und das zählt. Und Panenka und an die Stange. Und im Nachschuss verwertet von Peter Backhult. Backhult hat im Nachschuss hier dieses 1:0 für Rapid erreicht. Peter Backhult. Und Sie haben gesehen, wie sich die Rapid-Spieler tummeln. Sie wissen, jetzt haben sie die Chance zurückbekommen. Noch einmal, Antonin Panenka. Ganz platziert an die Stange und da kommt Peter Backhult. Und Rapid führt mit 1:0. Ein Traumstart nach diesem enttäuschenden 0:3 von Dresden. Je von Dynamo Dresden. Und wieder kommt Weber. Gut gemacht auch von Leiner. Wilfurt zur Mitte und Kranke. Ein 3:3 auswärts. Dabei ging Dynamo Dresden allerdings mit 2:0 in Führung. Foul war das an Ulf Kirsten. Foul von Weber und Freistoß für Dynamo Dresden. Dynamo Dresden ist eine Polizeimannschaft. Allerdings, die Fußballer sind keine Polizisten, sind durchwegs Sportstudenten oder freigestellt eben als Fußballer. Mir hat man in Dresden gesagt, 10 Polizisten arbeiten dort, damit einer Fußball spielen kann. Dörner und Feurer und Glück gehabt. Und noch einmal Glück gehabt. Riesenglück jetzt. Mächtiger Freistoß von Dörner. Dann an die Stange geköpfelt. Wir sehen das jetzt noch einmal. Wird kurz abgespielt. Da kommt Dörner. Feurer springt der Ball von der Brust. Auf der Linie dann noch kurz abgewehrt. Sehr gute Aktion war das auf der Linie von Leo Leiner. Ja, die Verteidigung muss natürlich entblößt sein. Bei dieser Offensivkraft von Rapid muss natürlich in der Abwehr einiger Angriffsraum für Dynamo Dresden entstehen.
Linienrichter hat hier ein Foulvergehen gesehen und Freistoß für Rapid. Und da ist wieder Antonín Panenka. Die Mauer muss zurückweichen, steht nicht 9 Meter vom Ball. Panenka. Und 2:0 für Rapid. 2:0 für Rapid. Ein sensationeller 2:0 Vorsprung für Rapid. Und wenn ich es richtig gesehen habe, war es Leo Leiner. Leo Leiner, der hier diesen Kopfball geschossen hat. Schauen wir uns das Ganze noch einmal an. Panenka. Ja, da sehen wir es ganz deutlich. Leo Leiner, das 2:0 aus einem Kopfball. 34 Jahre alt. Wilfurt, ganz ausgezeichnet, bewegt sich heute auch hervorragend. Brucic, Kranke. Für Kratzer, Riesenchance, Kratzer und das hätte das 3:0 sein müssen. Kranzer hat versucht, den Tormann zu umspielen. Alle Nachschüsse waren vergeben. Hier haben wir noch einmal diese Riesenmöglichkeit von Kranzer. Versucht den Tormann zum Spielen, dem gelingt eine Fußabwehr. Backhult hat es nicht geschafft und jetzt auch Kranken. Weber auf Backhult. Kranke. Ja, fast jede Situation vor dem Tor von Bernd Jakubowski gefährlich. Auch jetzt nach dieser Flanke von Peter Brucic. Brucic für Leiner, Kranjčar. Gager weit nach vorne auf Leiner für Kranjčar und Tor durch Peter Backhult, das 3:0 für Rapid. Ausgeglichen, das 0:3 ist wettgemacht in der 37. Minute, zweiter Treffer von Backhult in diesem Spiel. Und in der Entstehung dieses Tores, das haben Sie jetzt in Zeitlupe wieder gesehen, da kommt der ganze Kampfgeist, der ganze Einsatz von Rapid in diesem Match ganz deutlich zum Ausdruck. Unglaublicher Einsatz zuerst von Kranjčar. Dann Backhult. Und mit letztem Einsatz bringt er den Ball noch ins Tor von Dynamo Dresden. Bravo, Peter Bach. 3:0. Und die Zuschauer hier im Hanapi-Stadion, sie feiern Rapid mit den Worten Zugabe an. Noch einmal dieses 3:0 durch Peter Frage. Kann Rapid im gleichen Elan hier weitermachen. Anpfiff zur zweiten Hälfte, beide Mannschaften unverändert. Und wer bisher beide Matches gesehen hat, jenes in Dresden und das heute hier vor 15.000 Zuschauern. Und Glück gehabt bei diesem Schuss von Matthias Döschner. Glück gehabt. Aber
Aber Glück gehört einfach dazu, wenn man eine so schwierige Aufgabe lösen muss, wie ein 0:3 aufholen. Feuerer. Einige Unsicherheiten heute bei Herbert Feuerer. Die keinen Gegentreffer erhalten. Wilfurt. Und knapp am Tor. Brucic. Immer wieder Peter Brucic. Beinahe wäre dieser Rückpass noch verlängert worden. Und wer glauben Sie wäre wie... War wieder sehr gefährlich und Bild, der Mann, der zuerst verletzt war, Popowski. Panenka läuft an und an die Querlatte. Und der Tormann hatte seine Hand. Und Kranke hat sich, Kranke, Schuss von Kranke und Tor! 5:0, Solo-Leistung von Hans Kranke, 5:0 und er ist außer Rand und Band. 5:0, das hat er sehr geschickt gemacht. 5:0, jetzt kriegt Kranke die gelbe Karte, jawohl, er kriegt die gelbe Karte wegen Verlassen des Spielfeldes. Der grenzenlose Jubel wird hier mit einer gelben Karte geahndet. Hans Kranke hat noch keine und kann im Semifinale spielen. Eine Regel, die den Jubel etwas unterbinden soll. Hier noch einmal, dieses Solo von Hans Kranke. Hat gesehen, dass der Tormann weit draußen war. Ist der Tormann Jakob von Pilz. Freistoß. Nicht ungefährlich, dieser Freistoß von Hans-Jürgen Dörner, dem 34. Feuerer. Immer wieder Dörner. Immer wieder Dörner, der 34-jährige strafweise dort sitzen muss. Hat schon ein richtiges Gespür, denn in der Pause hat er gesagt, zwei Tore schießen wir auf jeden Fall und Kranke vielleicht noch ein drittes. Auf der Linie abgewehrt. Auf der Linie abgewehrt jetzt von Frank Schuster nach diesem Solo von Kranke. Tormann Jakubowski war schon geschlagen. Noch einmal, Kranke dreht den Verteidiger ein und zwar dreht Dörner ein, schießt und da die Abwehr von Schuster für den geschlagenen Jakubowski. Eckball für Rapid. Dynamo Dresden kämpft bis zum Schluss. Noch einmal Freistoß für Dynamo Dresden. Rapid hat sich diesen Aufstieg verdient, denn Rapid war heute Dynamo Dresden in allen Belangen überlegen, hat eine größere Überlegenheit ausgespielt als Dresden in Dresden. Und hier der Schlusspfiff, das Fußballwunder von Hütteldorf ist Gewissheit. Rapid hat's vollbracht.